Seid gegrüßt. So, Durchmesser foliert. Ziehe den. Das ist natürlich. Ah, du kennst die alle drei, ne? Natürlich Katja. Kehrt die brennende Legion zurück. Stärker. Entschlossener als je zuvor. Kaum regnet es mal ein bisschen, schwingt er sich auf den Greif und benutzt seine Greifenform, würde ich gerade sagen, seine Rahmenform. Ein beschissenes Timing. Lumos! Lumos Maxima! Boah, ich bin so horny auf Karasan, wir müssen da beide rein. Zeigt euch! Mein Lehrling kehrt zurück. Hi. Schön, dich zu sehen, Katka. Mediv, wie? Mein Geist ist an diesen Turm gebunden. Ja, natürlich. Mediv, ich muss euch so vieles... Ihr seht schrecklich aus, alter Freund. Was sucht ihr hier? Die brennende Legion kehrt zurück. Ich brauche das hier gesammelte Wissen. Alles, was mir im Kampf gegen sie dienlich ist. Ich fürchte, dieses Mal wird ein Sieg über die Legion nicht mit ein paar Zaubern errungen. Ihr kamt auf der Suche nach Wissen. Was ihr braucht, ist eine Waffe. Ich verstehe nicht. Ihr bezwangt mein von Teufelsmagie verzehrtes Ich. Doch der nächste Schritt hin zu eurem Schicksal blieb ungetan. Es ist Zeit. Azeroth braucht erneut einen Wächter. Einen Wächter? Nach euch sahen wir, dass niemand der Versuchung dieser Macht standhält. Wir brauchen keinen Wächter, Mediv. Dann frage ich erneut, was sucht ihr hier? Wer sonst, wenn nicht ein Wächter, wenn nicht ihr, kann dem nahenden Sturm Einhalt gebieten? Akzeptiert euer Schicksal. Oder alles, was ihr vollbracht habt. Alles, was ihr geopfert habt. Diese Vision von Dalaran, die es abstürzt, ist so krass. Asche sein. Frag mich ja, wer hält denn die ganze Zeit die Stadt in der Luft? Wir hatten so viel Langeweile. Selbst wenn ich so Magier beim Kacken macht die ganze Zeit so seine Handbewegung und zaubert. Der hält die ganze Zeit, so seit 20 Jahren, so die Hand oben. Ich kann ja gar nicht. Kennst du diesen Inder von Galileo, der seit 50 Jahren seinen Arm so nach oben, weil er wirklich so einen Sikail macht? Läuft einer die ganze Zeit so die Stadt. Der Arm ist schon komplett abgestorben. Was machen sie da? Ja, da muss ja Dalaran in der Luft halten. Der hat auch so ein kleines, viereckiges Bärtchen. Ich sollte nicht das Schicksal Erzmagier Adi. Gebt eurem Verlangen nach. Das ist nicht Alodi, ist Adi. Die wahre Macht eines Wächters. Seid ehrlich. Wenn nicht zu mir, dann zu euch selbst. Dieser eine Laser da aus Atish, der ist so geil. Ja, es ist wahr. Ich denke jeden Tag daran, der Wächter zu werden. Jetzt stärker denn je. Ich verzehre mich danach, die Legion vor dieser Macht erbeben zu lassen. Also mit dem Ende von Legion und mit dem Ende von Warlords of Draenor und mit diesem Video hat sich Chapter bei mir echt eingeschleimt. So sympathisch langsam. Euer Wille ist stark. Meine Brüder hatten recht. Ihr würdet einen vortrefflichen Diener für die Legion abgeben. Ich werde niemals Sklave der Legion sein. Und dieser Turm ist nicht ihre Brutstätte. Und dieser Turm ist nicht ihre Brutstätte. Da kommt Patch 7.1. Nope, ist er doch. Ich kam nach Karasan auf der Suche nach Wissen. Was ich fand, war eine Mahnung. Vor allem in dem neuen Karasan ist er jetzt so mit Alice im Wunderland und sowas alles. Der Legion allein trotzen kann. Wie einst müssen wir zusammenstehen. Vereint. Für alle.
Azeroth. Für Azeroth. Das hat so ein toter König auch mal gesagt. Und das letzte ist Eon wichtig, weil das ist das von Illidan. Das kennen wir ja schon. Durch die Dämonier. Lol, Blizzard. Hätte da ja ruhig mal ein Cinematic mehr machen können. So, wir brauchen noch etwa 7 Minuten, dann machen wir jetzt noch den World Boss, dann sind wir fertig für heute. Dann brauchen wir heute nicht mit Sturmheim anfangen. Du hast den ja noch nicht gekillt und für mich hat die World Quest nicht gezählt, also. Vor allem 1000 Ordens Ressourcen, die brauche ich. Neat, Digga. Ey, jetzt rennen hier alle mit dem neuen Mitnacht-Mount rum. Apropos, hast du ja eigentlich schon die Dinger abgeholt? Ich stehe gerade ein Blinktron, das hier. Ach nee, ist gar nicht Blinktron. Der will schon wieder Kohle von mir. Gold. Seid vorsichtig. Ah, ich durfte nur einmal, warum auch immer. Cool, kann ich nochmal einen Bonus-Roll machen. Bei dir war hier nichts, du hast schon. Bei mir ist das entweder verbuggt oder irgendwas hat Blizzard da neu gemacht. Auf jeden Fall kann ich da manchmal mehr als dreimal die Woche Marken kaufen. Hallo. Was ich sehr merkwürdig finde. Bleib gut. Schön auch, dass sie den Boss auf Englisch schreiben. Aber. Auf Deutsch schreiben, aber halt World Quest, richtig World Boss. High Mountain. Alles schön auf Englisch, aber. Nicht flotsam. Aber gut, wer kommt auch schon auf die Idee, dass das viel flotsam heißt? Zu blöd zum Klicken. Trading. Da hab ich richtig gesehen, dass er gerade Heimorten so richtig falsch geschrieben hat. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Scheiße, ich kann es nicht mehr nachgucken, ne? High Mountain. Doch, kann man. An dem Auge kann man noch gucken. Geil, Junge. Wo sind die schon fertig, die Schweine? Toll. Okay, wir bleiben. Sind die schon durch? Ne, der eine hat wieder. Ja, also die werden wahrscheinlich schon durch gewesen sein. Ja, komm, die Gruppe ist mir zu leer, ich mach selber eine. Lief mal. Hast du? Ja, habe ich. Und ich kann Englisch. Flotsam. Oh, nicht mit Doppel-O. Strich. Good World Boss. Mal Gegenstand Stufe 780. Nicht, dass wieder Level 1 da reinkommen. Anmelden. Auto-Invite. Wow. Voll. Es kamen auf jeden Fall gerade ein paar Leute rein. Mhm. Aber das Problem ist, der hat automatisch 3 abgelehnt, weil ich erst den Raid umwandeln musste. Ich will wieder schnell. Man muss nur mal auf Englisch schreiben. Ja, du musst, wirklich, das ist easy. Du musst wirklich immer nur Minimalgegenstand Stufe 780, damit es halt keine Low-Leveler sind. Also ich habe 780, weil das so... Ich weiß nicht, was hast du für ein Item-Level? 97. Ja, also das ist so für Level 110er, 109er, das geht schon. Ist auch für World Quest ganz gut, weil auch Low-Leveler ja natürlich normale Quests machen müssen, die ja oftmals mit den World Quests überlappen. Vor allem muss man darauf achten, die meisten, die leben, sind alles Russen. Also, oh scheiße, ich kann die Namen nicht lesen. Und weg sind sie. Da sind aber schon ein paar da. Ich denke mal, die werden schon kämpfen. Ich glaube, wir müssen uns beeilen. Also irgendein Spacken pullt auch immer. Na guck mal, wie schnell es wieder leer ist. Alter.
ja richtig voll hier. Mit Hexe. Warum liefen die denn alle? Ich mach gleich nochmal eine neue Gruppe. Keine Ahnung warum. Alles Spaßes. Oh. Ja, ich sehe schon, weil wir immer voll waren. Immer mit Auto-Invite an. Ich würde am liebsten Auto-Invite ohne Russen, weil Russen sind wirklich immer die, die sehen, wie nennt man unsere Buchstaben? Ich weiß es nicht. Haben wir Latein-Buchstaben? Ja, ne? Mhm. Die werden, die lesen das und denken, oh, kein Kyrillisch, ich gehe wieder. Sag mal, wenn so fast voll ist, weil ich habe das Fenster hier gerade, oh. Okay, da kamen ein paar viele. Russen? Nein. Die Russen sind wieder weg. Russen lade ich jetzt auch nicht mehr ein. Ich mache jetzt selbst Invite. Okay, dann lade ich halt doch den einen Russen ein. Wie sieht's denn aus? Wir haben 2 Heiler nur und 8 Tanks. Und noch ein Russe. Und wieder weg. Ah, war aber kein Russe. An den kann man auch tot zählen, so ist das nicht. 7, 2, 11 ist unsere Gruppenzusammenstellung. Es 7, 2, 11. Schön. Brauchen wir noch ein paar Heiler. Er kniet vor ihm. Blowjob. Wir brauchen eigentlich langsam mal ein paar Heiler. Oh, hier Heiler. Direkt Instant Invite. Ich will nicht so viele Tanks mit Low-Level annehmen. Oh, es geht los. Mit 2 Heilern. Will man mehr. Wieder voll.
Und mal gucken, wie viele Runden wir haben. Also einer ist unbekannt, das könnte einer sein. Noch ein Unbekannter. Okay, 5, 6 Unbekannte. Ein Runde, 2 Runden. 2 Russen, 3 Russen und 8 Unbekannte. Guck mal, der macht mir sogar gleich richtig. Niko da a a dünge baga baga. Dann wurde ich jetzt perfekt, wie man merkt. Mhm. Und dann muss man noch heller anmelden, zum Beispiel. Heller durchbrechen, Mann. Kurz zum Schnauben. Mit. Kurz. Nope. Jeder X. So, 5 Teile angewachsen. Aber davon ist eh keine hier. Außer du und der eine der 5 von deiner. Ja, so. Hey, Fenster. Nö, nö. Ja, Gold. Je, ich kann nicht mal Bonus holen, Mann. Ich habe meine 1000 da bekommen. Gruppe verlassen. So. Ich habe fertig. Ab nach Hause. Ich noch mal meine Ohren zahle und dann ist alles cool. Beim nächsten Mal dann Stormheim. Yay! Ey! Ich habe hier noch auf meiner To-Do-List The Bunker. The Bunker. Damit ich es auch ja nicht vergesse. Jetzt gehe ich noch einmal kurz zu Nomi, wo wir schon hier stehen. Alter, was hat die denn an? Nutte! Seht euch um. Meine diese nuttigen Transbox. Mögen euch die Nebel beschützen. Vor allem, das ist wahrscheinlich dieses Magiestoff-Dingens, ne? Ja. Das geht ja noch. Es gibt halt wirklich ein Transmog, das ist wirklich so ein ganz knapper BH und ein ganz knapper Schlüpper. Also es ist wirklich nix. Und die Hose besteht wirklich so aus so Knieschonern und Schlüpper. Das ist, glaube ich, sogar Platte. Das haben wir mal Paladinesen an. Paladinas. Vor allem, wenn das beim Kerl genauso aussehen würde. Da gibt es auch so ein Meme, wenn Männerrüstung genauso konzeptioniert wäre wie Frauenrüstung in Rollenspielen. So ein Mann in so einem Mikro-Bikini-Unterteil. So, wo fast alles rauskommt. Oder so ein Borat-Bikini. Und wie viel Rüstung? Ja, 8 Millionen, ich bin unbesiegbar. Erstmal mit der Kopfkratzen. Ganz wichtig. So, da unten hat wieder einer einen Boss beschworen, aber ich habe heute schon einen besiegt. 28 Minuten kann ich den nächsten Team losschicken. Guti, wir sind fertig für heute. Machen wir beim nächsten Mal weiter mit Stormheim. Mal gucken, was es dann wieder für Quests gibt und machen wahrscheinlich wieder den Weltboss, aber der hat jetzt wie lange gedauert? 10 Minuten mit Gruppensuche? Ich weiß es nicht. 15 etwa. Guti, das war's für heute.